Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GDW Meets. Diesmal GDW Meets Lego. Ihr seht es tatsächlich oben rechts auch schon eingeblendet. Ich habe mich ehrlicherweise unglaublich auf dieses Thema gefreut, weil, wie ihr wisst oder vielleicht auch schon mitbekommen habt, machen wir einige Sachen mit Lego zusammen und ziemlich coole Talks auch. Und diesmal haben wir uns ein Thema ausgesucht, die Power von kreativer Mini-Me-Time im Job und Familien. Alltag. Es ist ganz interessant, bei Lego zu beobachten, seitdem wir zusammen sozusagen connected sind, schreiben mir ernsthaft ganz viele Menschen auf Social Media, oh mein Gott, ihr macht was mit Lego. Entweder ich bin selber ein Fan oder ich habe ganz viele Familienfans. Also es ist auf jeden Fall eine lovely Brand und eine love Brand. Und es ist eine Brand, die offensichtlich bei ganz vielen Menschen, ob Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, so ein Heimatgefühl auslöst und so Bock auf Spielerei und auf eine Auszeit macht. Und genau darüber wollen wir heute mit tollen Gästen sprechen. Ich werde sie euch gleich nacheinander vorstellen, aber davor gibt es noch mal so ein paar organisatorische Hinweise. Und zwar streamen wir das Ganze über YouTube und auch über LinkedIn, also sehr gerne in die Tasten hauen. Wenn ihr Fragen habt, das alles landet bei mir und ich werde das einfließen lassen in den Talk. Und ihr könnt natürlich auch wie immer fleißig posten. Wir werden das reposten auf allen Kanälen. Dazu solltet ihr am besten die Hashtags nutzen, die jetzt auch eingeblendet werden. Nämlich Hashtag GDW Remote und Hashtag GDW X, also Meets Lego. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe schon gesagt, worüber wir sprechen werden und ich will euch meine tolle Runde hier noch einmal ganz kurz vorstellen. Ich glaube, sie kennt man mittlerweile. Sie ist, hat in den letzten Wochen, war sie auch viel, natürlich wie immer in Lego-Mission unterwegs. Ich habe auch schon den ein oder anderen Medienbeitrag gelesen von einem ziemlich coolen Event, liebe Karin, das ihr hattet. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Sie macht tolle Sachen, auch als Geschäftsführerin Lego GmbH. Karin Pascha, Gladyschef. Karin, ich freue mich, dass du da bist. Und ich erst. Die nächste in der Runde hat uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, was für ein Riesenfan sie von Lego ist. War jetzt schon auch sehr lange voll. Sie ist voll into it, wie man so schön sagt. Und wenn sie tatsächlich nicht als Ambassador für Lego unterwegs ist, dann macht sie noch ein paar andere Dinge, nämlich sie schauspielert und ist Content Creator, ist auch in diesem Internet unterwegs auf Social Media. Ich empfehle sehr, ihr auf Instagram zu folgen. Das sind spannende Themen. Laura Oswald, ich freue mich, liebe Laura, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und hallo an die Runde. Und der nächste, wir haben uns nämlich gedacht, dass das eine ja toll ist, wenn wir so ein bisschen aus der Praxis erzählen, aber es ist auch, finde ich, immer gut, nochmal, sage ich mal, den wissenschaftlichen Überbau zu haben und das Ganze eingeordnet zu haben. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist nämlich Spiel- und Neurowissenschaftler der Uni Hamburg, Professor Dr. Habil André Zimpel. André, ich freue mich, dass du da bist. Danke. Hallo, ich freue mich auch, in der Runde zu sein. Wir sind sehr gespannt. Und du sitzt, glaube ich, vor einer echten Bücherwand, oder? Das ist ja. Ich kann gern auch was vorlesen. Du kannst auch gern was vorlesen. Okay. Ja. Erstmal an euch da draußen noch schön, dass ihr da seid. In alter GDW-Manier postet ihr schon rein, von wo aus ihr zuschaut. Einige freuen mich auf den Talk. Schönen guten Abend zusammen. Wo sitzt ihr denn gerade? Ich sitze im wunderschönen München und zwar direkt, das könnt ihr nicht sehen, aber der Laptop sitzt sozusagen vor der Frauenkirche. Das heißt, wenn es später irgendwie, wenn das Glocken sind, ist es bei mir auch nicht fake, sondern das ist echt. Ich sitze nämlich hier direkt am Frauenplatz. Also aus München. Ja, sehr gut, sehr gut. Karin, du bist auch in München. Ne? Genau, und genau. Ich bin in der Nähe von der Akademie der Künste sozusagen. Sehr gut. Und hier gucken auch Leute aus München, aus Bonn zu, aus der Küche beim Abendessen vorbereiten. Wir sind gerne deine Begleiter und Begleiterin, liebe Mareike, beim Abendessen. Wir steigen direkt ein und ich habe schon zu Beginn gesagt, dass wir das Thema Work-Life-Balance uns halt auch ein bisschen mal anschauen. Karin, wie ist denn das mit dir? Hau mal raus mit der Work-Life-Balance. Ja, Work-Life-Balance ist ja ein wunderschönes, mittlerweile ja auch sehr populäres Wort. Ich glaube, da kann keiner sagen, es ist immer alles perfekt und es ist immer alles super. Das Wichtige ist, dass man mit sich selbst, dass man sich selber auch Zeit nimmt und einfach auch mal eine Auszeit nimmt und nicht alles durchplant. Ich glaube, wir kennen es alle, gerade natürlich über die letzten Jahre, aber eben auch durch
die Mobiltelefone, die um einen rum sind. Man muss sich selber halt schon fast dazu zwingen, mal eine Auszeit zu nehmen. Und einfach, wenn man mal 5 Minuten hat, die 5 Minuten nicht dazu nutzen, nochmal schnell die E-Mails zu checken oder einen Teams-Chat zu beantworten, sondern mal das zu machen, wo einem nach gerade die Laune steht. Und das, da muss man schon wieder in sich selber reinfühlen, um das noch spüren zu können. Also insofern, ich bin in Balance, aber es geht immer mehr, sagen wir es so. Und ich glaube, wenn André gleich ein bisschen seine Statistiken raushört, habe ich noch einen weiten Weg zu gehen. Das ist, ich werde dich jetzt in Zukunft zitieren, liebe Karin, ich bin in Balance. Ich finde, das ist universell einsetzbar. Vielleicht an euch da draußen, weil ihr schon fleißig in den Chat reinschreibt. Es wird übrigens auch aus, Melina schaut aus Paris zu, liebe Grüße ins wunderschöne Paris. Mich würde von euch interessieren, wie ihr das mit eurer Work-Life-Balance macht. Also seid ihr gut darin? Ja, nein. Plaudert mal aus dem Nähkästchen. Und was macht ihr für eure Work-Life-Balance? Laura, wie ist es bei dir mit der Work-Life-Balance? Also ich habe gerade darüber nachgedacht, es war so lustig, als ich früher am Tourneetheater war, habe ich quasi den 5-Minuten-Schlaf perfektioniert. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um einfach mal 5 Minuten wegzupennen. Das geht jetzt aber nicht mehr mit Kind. Und jetzt versuche ich halt einfach diese paar Minuten am Tag, die ich habe, schon einfach für mich zu nutzen und auf jeden Fall das Handy wegzulegen, ein Buch in die Hand zu nehmen. Und ich kann da auch sofort wieder eintauchen. Es gibt ja Menschen, die können das nicht so schnell. Die brauchen dann ein paar Minuten, um runterzukommen. Aber ich kann das ganz gut. Oder ich laufe durch meine Wohnung, gieße meine Pflanzen so total zen-mäßig und freue mich über jedes neue Blatt. Oder ich setze mich ans Klavier. Wir haben hier so eine kleine Klavier-Lounge, wo wir spielen, wo auch eine Bank ist, wo man zuhören kann. Und sich einfach diese paar Minuten am Tag zu nehmen. Und ich kriege das gut hin. Und ich brauche das auch zum Beispiel. Es gibt ganz oft Situationen, wo ich beim Textlernen nicht weiterkomme, wo mein Kopf einfach nicht mehr möchte. Und dann einfach mal kurz auf Reset zu drücken, was anderes zu machen, und danach geht es viel besser. Okay, bei dir ist es sozusagen eine Mischung aus einerseits Musik, Handy weglegen und tatsächlich in der Situation zu sein. Jetzt, André, bevor wir in die Zahlen gehen, auch nochmal für dich persönlich, wie machst du das? Wir haben schon gehört, du könntest theoretisch jetzt aus Büchern lesen, aber das ist ja auch dein Job, in Büchern zu lesen. Das heißt, wie schaltest du eigentlich ab? Ja, man sieht mir das von außen nicht an. Also es kann sein, dass ich ein Buch lese, um zu arbeiten. Dann ist das vielleicht eine Doktorarbeit, über die ich ein Gutachten schreibe. Es könnte sein, dass ich ein Buch lese, um etwas zu lernen. Das sind dann wissenschaftliche Artikel, die sind auch schlecht geschrieben meistens, aber sehr lehrreich. Also zwingt man sich durch die Bleiwüste durch. Aber es könnte auch sein, dass ich einfach nur lese, weil ich Freude am Lesen habe. Dann ist das wahrscheinlich ein Roman oder so etwas. Und da sind wir schon ganz nah am Spiel. Also Spiel, das sind die Tätigkeiten, die man macht, weil man nur Freude am Tun selbst hat. Das sieht man nicht immer von außen, wollte ich nur dazu sagen. Und man kann auch auf der Arbeit gut verbergen, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt für etwas, was ja das Gehirn in Balance bringt, um die Formulierung aufzugreifen. Okay, das ist auch eine sehr schöne Formulierung, das Gehirn in Balance zu bringen. Es kommt hier schon aus der Community rein, zum Beispiel von Katrin. Ich hatte ja gefragt, also haut mal gerne in die Tasten, wie schaltet ihr denn ab? Ich hole mir übrigens sehr gerne Tipps auch von euch, weil ich auch da noch nicht perfekt drin bin. Katrin sagt, Me-Time bedeutet für mich Yoga, Soundbath, Natur und Lesen. Wie ist es bei euch? Ist es Joggen gehen? Ich habe 2 Hunde. Das ist für mich der Inbegriff von Yoga manchmal, ja, weil ich denen auch so ein paar Sachen beibringe und dann eine stoische Ruhe brauche. Also schreibt mal gerne in den Chat. André, ich will einmal ganz kurz bei dir bleiben, weil Karin hat schon angesprochen, du kannst natürlich viel auch aus der theoretischen Beobachtung zeigen und natürlich hast mit Sicherheit auch einige Zahlen. Aber bevor wir in diese Zahlengeschichte gehen, nochmal, du hast es gerade gesagt, man kann viel machen, wenn man zum Beispiel ein Buch liest, ne? Man lernt, man schaltet ab, das Gehirn bringt man in Balance. Aber wo genau liegt denn der Unterschied oder der Zusammenhang zwischen Lernen und Spielen, du als Spielwissenschaftler? Ja. Eigentlich unterscheiden wir zwischen Lernen und Spielen, weil Lernen sind nicht immer angenehme Tätigkeiten. Also Vokabeln zum Beispiel zu pauken, muss nicht an und für sich Spaß machen. Das Witzige ist aber, dass wir im Spiel, wo wir die Absicht, etwas zu lernen, vergessen.
wo wir uns wirklich in das Spiel eintauchen, am besten lernen. Also wir sprechen von Spielen als eine Form des Turbolernens. Das wirkt jetzt ein bisschen wie eine Begriffsverwirrung, aber gerade dann, wenn wir keine Absicht haben, etwas zu lernen, lernen wir am intensivsten. Und zwar ist es so, dass wenn ich etwas gelernt habe, dann erinnere ich nicht nur das Gelernte, sondern auch die Emotion, mit der ich etwas gelernt habe. Und wenn die Emotion eine positive ist, und das ist im Spiel immer gegeben, also Spiel, was nicht mit Freude erfolgt, ist eben kein Spiel. Das ist dann das Gegenteil von Spiel. Also erinnere ich auch diese Freude und das führt dazu, dass ich das Gelernte auch freiwillig wiederhole. Wenn ich aber etwas unter Angst zum Beispiel gelernt habe oder in einer Stresssituation, dann erinnere ich mich nicht gern daran und dann ist der Effekt auch viel geringer. Also es gibt zum Beispiel Studierende, die für Prüfungen aus Angst lernen und ganze Buchseiten auswendig lernen. Aber zu Recht nennen das die Studierenden bei uns Bulimie lernen, weil diese Form des Lernens eben dazu führt, wenn die Prüfung bestanden ist, erinnert man sich überhaupt nicht mehr gern an das Gelernte. Und das ist hoch ineffektiv. Ja, also wenn man zum Beispiel eine Sprache lernen will, das ist am besten, mit interessanten Menschen einfach spielerisch zu plaudern in dieser Sprache, dann ist das, obwohl man die Absicht zu lernen vergisst im Plaudern, ist es, ohne dass man es will, Turbolernen. Darf ich da eine Frage stellen? Ja, gerne. Mhm. Weil meine Tochter wird ja eingeschult jetzt im September. Gibt es denn da zum Beispiel einen Universal-Tipp für mich, wie ich das so freundlich und spannend wie möglich gestalten kann, ohne da Druck aufzubauen? Ja, also Kinder sollten, die eine Fremdsprache lernen, sollten am besten mit Kindern spielen, die diese Fremdsprache sprechen. Das ist die effektivste Form. Und am besten dabei auch noch spielen. Also sich im Spiel plaudernd die Sprache aneignen, das toppt alles. Es ist super interessant, André, was du sagst, auch diese verschiedenen Formen des Lernens. Das, was du vorhin beschrieben hast, dieses wirklich abrupte Lernen, reinhauen ins Gehirn und dann sozusagen raus damit in der Prüfung. Ehrlicherweise, ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Aber auch so beim Thema Vokabellernen habe ich schon Gänsehaut bekommen, weil ich mit Ach und Krach dieses große Latinum, was ich heute irgendwie überhaupt nicht mehr anwenden kann, außer ich bin mal der Telefonjoker bei Wer wird Millionär. Aber dann fällt mir hundertprozentig die Antwort nicht ein, woher irgendwelches Wort kommt, ja, aber daran erinnert man sich, dass man merkt, okay, gerade diese unsäglichen Vokabeln, ne, wie lernt man die am besten, genau wie du sagst, mit der Person, die diese Sprache spricht oder wenn wir in anderen Ländern sind und wenn wir Spaß dabei haben, wenn wir essen gehen, dort leben, dort lernen, dann ist das wesentlich einfacher. Karin, ich komme gleich zu dir, ich wollte noch mal Eindrücke aus der Community teilen, weil es sehr spannend ist, ich hatte gefragt, wie schaltet ihr ab? Und sehr spannend von Mareike zu lesen. Vielen Dank, Mareike, für deine Insights. Sie sagt, Me-Time vorher fest in den Kalender einplanen. Also ritualisieren am Ende des Tages. Yoga zum Beispiel, mittags Powernapping. Laura, da ist es. Morgens früh durch den Wald, bevor die Familie wach ist. Fahrrad statt Auto. Sonst sagen viele lesen, Musik hören, spazieren gehen. Also es ist viel auch mit Bewegung dabei, aber auch viel etwas lernen. Podcasts, das freut hoffentlich auch einen. Nein, natürlich musste sein, die Werbung dafür. Podcasts an die frische Luft, Musik, vor allem Klassik. Also man sieht, es ist sehr unterschiedlich. Karin, das, was André gesagt hat, diese unterschiedlichsten Formen des Lernens. Ich weiß, dass ihr als Lego genau auch daran interessiert seid und ihr habt eine spannende Challenge auf die Beine gestellt, die Lego Play Challenges, die jetzt seit Juni tatsächlich auch läuft. Was hat es damit auf sich und hat es auch etwas damit zu tun, was André gerade über das Lernen erzählt hat? Absolut. Absolut. Also bei der Lego-Gruppe, da lassen wir uns gerne von den Kindern inspirieren. Das hat man mich auch schon ein paar Mal hören sagen hören. Also Kinder sind wirklich unsere Vorbilder und es ist auch wirklich für viele Erwachsene, einfach mal Kinder anschauen, da gibt es ganz viel, was man sich da abgucken kann. Weil was Kinder wirklich machen, ist, sich genau diese Zeit zu nehmen. Also es ist eher immer so, dass man Kinder ja aus diesen Welten als Erwachsener manchmal rauszieht oder auch sagt, jetzt müssen wir aber auch mal was erledigen. Aber Kinder schaffen das einfach sofort abzuschalten, sofort einzutauchen in ihre Welt. Und als Erwachsene sehen wir einfach, das haben wir nicht so, wir haben eine Studie gemacht, wo wir zum Beispiel festgestellt haben, dass fast die Hälfte, also 47% der Erwachsenen einfach so ein unbeschwertes Hier-und-Jetzt-Gefühl gar nicht mehr kennen.
Also sie vermissen das richtig, weil man so beschäftigt damit ist, seine To-Do-Liste abzuarbeiten, noch die letzte E-Mail zu checken, weil es ja auch diesen Dauerfluss gibt, der abzuarbeiten ist. Und mit der Lego Play Challenge wollen wir so ein bisschen diese Leichtigkeit wieder rausholen. Wir wollen uns alle dran erinnern, ne? Inspiration wurde eben auch schon gesagt, einfach diese Inspiration von den Kindern, einfach so eine Routine wieder aufzubauen. Darum sind es auch 9 Wochen. 9 Wochen ist genau der Zeitpunkt, wo man eine Routine, jeder von uns hat es mal erlebt, also für mich zum Beispiel zum Stressabbauen, ich mache jeden Morgen Sport, habe damals am Anfang des Jahres angefangen, also es ist alles nicht viel, es ist so 15, 20 Minuten, aber wenn man es doch nur lang genug macht, irgendwann hat man es, so einen Habitus daraus, dass es gar nicht mehr für einen in Frage kommt, ob man das macht, sondern man macht es einfach und ich frage mich dann, okay, mache ich heute jetzt Sport oder mache ich lieber, was weiß ich, Fahrradfahren. Und deswegen diese 9-Wochen-Challenge ist da, einfach diese Gewohnheit wieder aufzubauen, sich diese Me-Time zu geben. Du hast ja gerade eben gesagt, ne, sich selber was in den Kalender eintragen, noch besser ist, wenn es direkt jeden Tag ist oder jede Woche, dass man weiß, es ist mal wieder Zeit für eine Play-Challenge und genau diese Impulse wollen wir setzen. Natürlich für Kinder wie für Erwachsene, aber ja, also wir sehen in vielen Studien, da können wir Erwachsene von den Kindern tatsächlich lernen, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen und zu gönnen. Ja, ich finde das super spannend, weil ich hatte das zu Beginn gesagt, das finde ich so interessant, auch an der Brand Lego. Karin, du hattest das mal in einem unserer Talks gesagt, das werde ich nie vergessen, dass du ja auch, wenn du mit deinen Kids sozusagen Lego spielst oder auch gespielt hast schon, dass du ja auch dabei gelernt hast, ne? Also ganz viel. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den André schon angedeutet hat. Wobei lernen wir? Das spielerische Lernen kommt ja auch daher. Übrigens für euch da draußen, die jetzt zuschauen, mein Team von GDW hat den Link zu der Challenge von Lego auch in den Chat bei LinkedIn gepackt. Also für diejenigen, die jetzt auf YouTube gucken, einfach auf LinkedIn nochmal rüberschauen. Und da ist der Link, da könnt ihr dabei sein. Das macht bestimmt mega Bock. Laura, wenn wir übers Lernen sprechen, du hast ja selber gerade schon eine Frage an André gestellt. Jetzt bist du sozusagen in dem Job, wo du ja ständig lernen musst. Also dieses, was André gesagt hat, auswendig lernen. Oh mein Gott, erzähl uns, wie machst du das? Und vor allem aber auch vielleicht so ein bisschen, wie lernst du vielleicht auch neue Dinge, ja? Also, ich spiele ja schon super lange Klavier und da ich mega schlecht im Notenlesen bin, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, so eine Art Notenlegasthenie, musste ich schon von Frühkind an alles auswendig lernen und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen und Textlernen ist wie Klavierspielen. Also in der Zeit, dass ich zum Beispiel Verliebt in Berlin gemacht habe und jeden Tag 20, 30 Seiten auswendig lernen musste, irgendwann musste ich die Seite nur noch durchlesen und mein Hirn hat es von selber einfach abgespeichert, meistens über Nacht, da musste ich nicht mehr viel machen. Und bei meiner Tochter, lustig, dass du das gesagt hast vorhin, André, meine Tochter ist in Amerika geboren, hat die ersten 2 Jahre nur Englisch gehört und hat super viele englischsprachige Freunde und die ist komplett bilingual groß geworden. Da musste ich auch nicht viel zutun, außer dass sie halt nur die Sachen, die sie ab und zu im Fernsehen gucken darf, darf sie nur auf Englisch gucken. Wir lesen viele englische Bücher. Wir reden zu Hause eine Art Denglisch, also nicht gemischt, aber zumindest entweder Englisch oder Deutsch. Also je nachdem, was sie sagt, so antworte ich. Ich habe halt das Glück, dass ich auch so lange in den Staaten gelebt habe, dass mein Englisch gut genug ist, um dem Kind das so beizubringen. Aber zum Beispiel ist es bei mir auch so, wenn ich eine lange, lange Zeit lang nicht drehe und andere Projekte mache, dann brauche ich wieder eine Zeit, um da reinzukommen. Also es ist nicht so, dass es irgendwie bleibt. Man muss da im Training bleiben. Und ich nehme jetzt auch zum Beispiel nach sehr vielen Jahren wieder Klavierunterricht. Also meine Tochter spielt 35 Minuten, ich spiele dann hinterher 20 Minuten. Und das ist für mich auch gut, weil A, weiß ich, ich muss dann abliefern nächste Woche. Ja, da ist so ein bisschen der Druck dahinter, damit ich mich nicht komplett blamiere. Und das hilft mir auch. Also es ist alles so ein bisschen wie Gehirnjogging. Und zum Beispiel habe ich gerade im Urlaub ein Volleyballcamp besucht. Und Volleyball zum Beispiel von den Abläufen, da muss man auch alles benutzen. Also Koordination, den Kopf, gucken, wo was hinkommt, mit wem man spielt. Und das sind halt die Sachen, die mir auch Spaß machen und wo ich das Gefühl habe, ich arbeite mit Körper und Kopf zusammen. Und so versuche ich das auch meinem Kind weiterzugeben. Und wie gesagt, einfach die Auszeiten am Tag zu nehmen und Zeit zu zweit zu haben und nicht immer so on the go. Weil ich habe nämlich auch das Problem, dass ich abends im Bett liege und irgendwie denke, oh nein, ich kann doch nicht nach London fliegen, weil ich doch drehe oder nach Hamburg fliegen muss und dann vergesse ich den Flug umzubuchen und dann liegst du im Bett und schläfst erst um 23 Uhr irgendwas ein, obwohl du eigentlich schon um 6 Uhr aufstehen musst und dann bist du am nächsten Morgen platt und das versuche ich zu vermeiden.
Oh ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass das Gedankenkarussell nicht aufhört und man wirklich wach liegt und genau auch weiß, dass man am nächsten Tag sehr früh raus muss und vielleicht auch on the point performen muss, ja. Und dann funktioniert es irgendwie total überhaupt nicht. Also insofern bin ich sehr dankbar, dass du es ansprichst und du als Profi, dass es tatsächlich auch passiert. Ich wollte noch mal so ein paar Sachen auch aus der Community sagen. Also einmal sagt Mareike, was ich super spannend finde, das passt dann gut zu der Frage, die ich gleich André stelle. Bei Kindern sagt man ja, dass am meisten passiert, also in der Entwicklung, wenn es so aussieht, als würde nichts passieren. Zum Beispiel im Schlaf, beim vertieften Spielen, Schnecken beobachten und so weiter und so fort. Und hier sagt jemand noch zum Thema, wie schaltest du ab? Ich rave gerne. Ja, fair enough. Also ich meine, why not? Ja, finde ich auch ziemlich cool. André, wenn wir jetzt beim Thema Auszeiten nehmen, auch für Erwachsene sind und sich bewusst Auszeiten zu nehmen. Das, was Laura gerade beschrieben hat, dass es einem manchmal nicht so einfach fällt, ja, aus der Wissenschaft. Was habt ihr da für Erkenntnisse, vielleicht auch daran anschließend, was mich sehr interessiert ist, hat Corona da auch etwas getan? Ist das jetzt schwieriger, Auszeiten zu nehmen oder was beobachtet ihr da? Ja, also Corona hat natürlich vieles erschwert, weil Begegnungen fehlen und man muss sehen, alleine spielen ist eine tolle Sache, aber noch schöner ist es natürlich in Gesellschaft zu spielen, weil man sich ja gegenseitig aufschaukelt in seiner Freude. Also Freude ist etwas, was nicht weniger dadurch wird, dass man es mit anderen teilt, sondern das multipliziert sich. Und wenn Begegnungen fehlen, dann kommt eben eine andere Gefahr auf, was Laura schon angesprochen hat, man kommt leicht ins Grübeln. Und Grübeln ist wissenschaftlich betrachtet etwas sehr, auf die Dauer etwas sehr Ungesundes. Also wir wissen, dass dann, ja, da gibt es den Begriff Langzeitpotenzierung im Gehirn, was uns lernfähig macht, die geht immer mehr verloren. Wenn man zu viel grübelt, kann man tatsächlich in eine Depression schlittern. Depression bedeutet gar nicht, dass man traurig ist oder melancholisch, wie die Forschung zeigt, sondern dass man einfach vor lauter Grübeln leer ist. Also ganz einfach eine innerliche Leere aufbaut. Und die ist hochgefährlich. Und der beste Weg ist dagegen, gegen das Grübeln, ist sich abzulenken. Das sieht man bei Kindern, wenn die ein problematisches Erlebnis hatten. Ich rede noch gar nicht von Trauma, aber ein schwieriges Erlebnis. Dann lenken sie sich ab. Und das sollten wir Erwachsene übrigens auch tun. Grübeln führt zu gar nichts, ne? Also sich lieber ablenken. Und noch günstiger ist natürlich, ein unangenehmes oder schwieriges Erlebnis im Spiel in eine schöne Form zu bringen und dadurch aufzuarbeiten. Friedrich Schiller hat mal dafür den Begriff gewählt, die Form vertilgt den Inhalt. Also wenn Kinder etwas Schreckliches erlebt haben, dann können sie dadurch, dass sie das in ästhetischer Weise im Spiel ihm Ausdruck verleihen und andere Personen erleben, die diesen Ausdruck mit ihnen teilen, dann können sie tatsächlich schlimme Erlebnisse sehr gut verarbeiten. Also Spiel hat also auch noch zwei gesundheitsfördernde Aspekte. Also es hilft uns, nicht ins Grübeln zu verfallen, weil das sehr ungesund ist auf die Dauer. Das powert das Gehirn aus. Und eben auch unangenehme Erlebnisse in eine schöne Form bringen und sie dadurch aufzuarbeiten und sie auch tatsächlich loszuwerden. Ja, das ist ganz faszinierend, welche Kraft das Spiel hat. Und die Form ist auch egal. Das kann ein Lied sein, das kann ein Bild, was man zeichnet, sein. Das kann ein Theaterstück sein, das man spielt. Das kann eben auch mit Lego-Figuren nachgestaltet werden. Es ist ganz egal, welche Form. Hauptsache, die Form gefällt einem selbst. Also, dass man sozusagen dieses Erlebnis seiner Schrecklichkeit beraubt, indem man es in eine schöne Form bringt. Ja. Und das ist eine mächtige Kraft, die das Spiel besitzt. Laura, ich komme gleich zu dir. Während du dann gleich was sagst, würde ich nämlich super gern auch eine Frage an die Community stellen, weil André, du gesagt hast gerade, die Art und Weise, wie man Dinge lernt und wie man spielt, ist natürlich sehr ausschlaggebend. Mich würde total interessieren, wann ihr das letzte Mal etwas gespielt habt da draußen. Also wann habt ihr vielleicht spielerisch etwas gelernt, ob das eine Sprache ist, ob das Musik ist, ob das etwas Kreatives ist? Würde mich sehr interessieren, weil ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wann ich eigentlich das letzte Mal gespielt habe. Ich liebe übrigens Spielen, sehr viele Spiele. Und ich habe da so ein bisschen auch
kann auch manchmal leicht unangenehm werden, wenn man mit mir spielt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Laura, vielleicht magst du noch was. Du wolltest noch was sagen. Ich habe nur eine Frage zu dem, was André gerade gesagt hat, wenn er sagt, dass Kindern das hilft, wenn sie irgendwas Unangenehmes erlebt haben, ob das etwas ist, was Kinder von sich aus anbieten, spielen, worauf man dann quasi als Eltern einsteigt, oder ob das etwas ist, wenn man jetzt zum Beispiel als Elternteil weiß, dass etwas passiert ist, was vielleicht nicht ganz so cool war, dass man dann proaktiv dem Kind etwas anbietet, um das zu bewältigen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ja. Das kommt von den Kindern selbst. Sie bieten das an. Man muss als Erwachsener aber jetzt die Sensibilität besitzen und das zu erkennen und zu fördern. Ja, das sind manchmal auch Spiele, wo man sich jetzt ein bisschen erschrickt, dass das zum Thema gemacht wird. Also warum spielen Kinder zum Beispiel Krieg? Weil sie Angst davor haben. Weil sie dadurch, dass sie solche Spiele durchführen, führt bei ihnen dazu, dass sie mit solchen Erlebnissen fertig werden. Es wäre natürlich schön, wenn Kinder damit nicht fertig werden müssten. Aber wie gesagt, unsere Welt ist eben, wie man so sagt, nicht ein Ponyhof, sondern es passieren eben Dinge. Und die Kinder kommen von selbst. Das ist das Faszinierende. Sie bieten selbst diese Spiele an und sie brauchen sensible Erwachsene, die das aufgreifen und ernst nehmen. Also auch verstehen, dass Kinder, für Vorschulkinder zum Beispiel, wenn man sie lässt, dann spielen sie 8 Stunden am Tag. Ja? Und das machen sie aus guten Gründen. Also das tut ihnen, das ist das Medium, in dem sie sich geistig und emotional entwickeln. Also das Medium, in dem sie wachsen. Okay, ja, weil zum Beispiel zum Thema Krieg hat meine Tochter auch relativ viele Fragen. Und ich finde, für eine 5-Jährige ist es relativ, also für mich echt schwierig, da die Balance zu finden, inwiefern man was beantwortet, was man beantwortet, wie weit man hier das Thema heranführt. Also ich versuche mich da fleißig einzulesen. Ja, was ist super spannend, André, das, was du sagst, die Welt ist kein Ponyhof, und da eine gute Balance zu finden aus Kreativität, aus spielerischem Umgang mit positiven Ereignissen und gleichzeitig all das, was da draußen passiert, jetzt nicht wie so ein Kokon auch abzuschirmen, sondern auch aufzuzeigen, das ist eben part of life, und ich bereite dich auch irgendwo als Erwachsene ein Stück weit in Anführungszeichen darauf vor. Ich hatte gefragt, was die Community macht. Rebecca sagt, am Samstag habe ich gelernt, wie man Backgammon spielt und sogar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Dann haben wir eine Lokopädin da, die sagt, sie spielt täglich eigentlich mit Kindern. Und ganz viele Sachen kommen hier. Also super, super spannend, was ihr macht. Karin, wir wollen mal von dem Part der Kinder hin zu den Erwachsenen. Wie ist das bei euch bei Lego? Welche Möglichkeiten habt ihr da auch Erwachsenen Auszeiten, sage ich mal, zu gönnen? Ja, also natürlich gibt es zum einen auch Lego-Produkte, die sehr von Erwachsenen auch aufgebaut werden und gespielt werden. Das gibt es auch. Ich glaube, warum wir heute hier zusammen sind, ist jetzt nicht zwingend nur dafür, sondern es geht einfach, diese Aufmerksamkeit zu schaffen, eben für diese Momente. Das ist genau das, wo du am Anfang gesagt hattest. Ich hatte auch neulich ein Event, wo es auch eigentlich nur darum ging, diese Aufmerksamkeit zu schaffen, einfach nochmal die 5 Minuten, die wir als Erwachsene haben, wir haben so viele Pflichten, wir haben so viele Sachen in unserem Kopf, wir haben Sorgen, wir haben vielleicht auch Ängste, wir tragen Verantwortung für unsere Kinder und für uns selber, und da ist so viel Last, die man halt manchmal einfach auch abschütteln muss und sich einfach die Zeit für sich selber zu nutzen. Und das ist halt das, wo wir sagen, wir wollen auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dafür schaffen, ne, glückliche Menschen, das kann genau das Lego-Spiel sein. Und ja, ich baue selber sehr gerne auch als mein Spiel gerne ein Lego-Set auf. Ich habe das dem André gerade, glaube ich, auch neulich erzählt. Also ich habe jetzt ein riesengroßes Lego Home Alone-Set aufgebaut und danach dann wirklich auch noch stundenlang mit meinen Kindern da drin gespielt. Jeder hat da seine eigenen Sachen. Ich glaube, Spiel ist ein starkes Wort. Das klingt auch sehr nach Kind. Insofern identifizieren sich nicht viele damit. Aber als Lego-Gruppe wollen wir einfach das Spiel und die Auszeit oder die Me-Time oder wie immer wir es nennen wollen, da wollen wir ein bisschen Aufmerksamkeit für schaffen, dass das genauso wichtig ist wie all das andere, was wir noch den ganzen Tag haben. Und also zum persönlichen Glücklichsein, aber eben auch für unsere, psychologische Gesundheit und auch körperliche Gesundheit. Also eine Statistik, die ich sehr gerne immer habe, ist, eine Minute Lachen ist genauso gesund wie 10 Minuten Joggen. Jetzt muss man dazu wissen,
Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag, aber es gibt einen großen Anteil Erwachsener, die gar nicht lachen. Also was sind die Momente, die wir uns selber halt auch Gutes tun, indem wir einfach mal von Herzen lachen? Wann haben wir das letzte Mal von Herzen gelacht? Ja. Das sind so die Momente, ja. Ja, wie gut, dass du das mit dem Lachen sagst, weil man kennt es natürlich, wenn man sich an Situationen erinnert, die man auch gemeinsam mit anderen erlebt, ob das Teamkollegen, Kolleginnen sind, Freunde, Freundinnen, wenn man so sagt, oh Gott, ich habe sogar Bauchschmerzen oder ich hatte Muskelkater. Ja, deswegen, das passt ja so gut mit dem Joggen. Was ich super spannend finde, ich komme gleich zu euch, zu dir, André, und auch zu dir, Laura, dass Christina aus der Community sagt, ich habe Lego in einem Unternehmensworkshop, also Lego Serious Play, mit eingebaut. Das war toll mit spannenden Erkenntnissen und hat allen Teilnehmern Spaß gemacht. Allerdings wurden die daraus entstandenen Erkenntnisse nicht weiterverfolgt, leider. Aber nichtsdestotrotz, Christine, ich finde das super spannend. Das habe ich jetzt schon oft gehört, dass man so spielerische Elemente natürlich in Workshops einbaut. Ne? Manchmal, ich mache ja auch manchmal ein paar Workshops, sind das natürlich so Gruppenworkshops oder Gruppenaufgaben. Und dann da wirklich mit Utensilien, in dem Fall jetzt mit Lego zu arbeiten, ist natürlich eine ganz spannende Sache. Und das, was Karin gesagt hat, André, nämlich mit der Gesundheit, ne, dass es auch wichtig ist, diese Erkenntnis habt ihr wahrscheinlich auch aus der Wissenschaft, dass Lernen und Spaß daran haben ja auch eine gute Geschichte für die Gesundheit ist, oder? Absolut. Also auch nochmal zum Ruf des Spiels vielleicht zuerst. Also auch in der Wissenschaft wird viel gespielt. Und zwar zum Beispiel die Simulation. Also Meteorologen spielen das Wetter der nächsten 3 Tage durch. Das stimmt zwar nicht immer, aber auf jeden Fall ist so eine Simulation das, was man im Spiel macht. Man probiert etwas aus, man lässt Zahlen miteinander interagieren und spielen und schaut, was dabei rauskommt und vergleicht das dann mit der Wirklichkeit. Und ja, da gibt es dann eben mehr oder weniger gute Übereinstimmung. Also Spiel ist sehr ernsthaft. Die Spieltheorie ist zum Beispiel auch in der Friedensforschung was ganz Zentrales und so weiter. Also eigentlich ist Spiel in der Wissenschaft schon längst angekommen. Und das Beispiel von Karin ist deshalb auch so wichtig, weil wir oft reicht unsere Fantasie nicht aus. Wir brauchen dann eine Gedächtnisstütze. Und da können zum Beispiel Bausteine, Modelle, gedanklichen Simulationen auf die Sprünge helfen. Ich kann also ich entlaste mein Arbeitsgedächtnis, indem ich außerhalb von mir etwas gestalte. Das ist übrigens auch das, was Kinder tun. Kinder haben nämlich noch wenig Fantasie und brauchen dadurch, um zu denken, noch sehr viele Hilfsmittel. Und Spielzeuge sind Hilfsmittel. Und wenn wir als Erwachsene merken, dass unsere Fantasie nicht ausreicht, sollten wir auch immer zu irgendwelchen Werkzeugen greifen, die wir als Spielzeuge einsetzen können, um unsere Fantasie zu vergrößern. Denn wenn wir komplizierte Entscheidungen treffen müssen, dann brauchen wir eben sehr, sehr viel Fantasie. Und die Fantasie entwickelt sich im Spiel. Albert Einstein hat mal gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja. Und auch wieder ein tolles Zitat. Ich merke schon, du bist sozusagen der laufende Zitataussager. Sehr, sehr gut. Hinten die Bücher dahin. Ja, hinten die Bücher, genau, sehr gut. Hier kommen einige Fragen rein. Vielen Dank, dass ihr so aktiv dabei seid. Ich würde die gerne einfließen lassen. Ich fange an mit einer Frage kommt über YouTube, von der blauen Luise. Ich nehme an, das ist der Nickname. Luise fragt, mein Kind will oft mit mir spielen. Manchmal habe ich dazu aber gar keine Lust oder Energie. Ich glaube, das können sehr viele Menschen nachvollziehen. Wie kann ich ihm das sagen, ohne dass er enttäuscht ist? Laura, hast du vielleicht einen Pro-Tipp? Wie machst du das? Also ich finde immer, dass es am sinnvollsten ist, wenn man ein Kind hat, einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt die 5 Minuten, weil länger braucht sie das meistens gar nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, oh nee, jetzt warte doch mal, ich will jetzt noch fertig kochen, ich muss noch ganz kurz den Post vorbereiten, dann steht sie hinter mir und wird immer nervöser und immer nervöser, wenn ich mir aber einfach kurz diese 3 bis 5 Minuten nehme und sage, okay, also ich habe zum Beispiel hier eine Hochzeitseinladung, das ist ein wunderschöner Meerhintergrund, das hat sie aufgebaut und ihre Tiere davor gestellt und die spielen jetzt ein Theaterstück vor dieser Kulisse. Sie hat quasi ein kleines Theater aufgebaut. Da wollte ich heute eigentlich etwas anderes machen. Da habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt 5 Minuten hin
mach dein Ding, ich schaue mir das an und das reicht dann auch. Ich habe einfach mich 5 Minuten lang auf sie konzentriert und danach hat sie sich getrollt und hat sie sich wieder selbst mit sich beschäftigt. Ich glaube, am einfachsten ist es, denen kurz das zu geben, was sie sich wünschen und danach wieder zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückzukehren. Das ist super. Ich merke schon, wir haben hier sozusagen eine Live-Coaching-Session, was sehr, sehr gut ist, weil das Tipps aus der Praxis sind. Eine Frage würde ich gern auch noch einfließen lassen. Und zwar geht die natürlich an Karen, kommt von Rebecca. Und Rebecca fragt, gibt es weitere Variationen von Lego for Business analog zu Lego Serious Play? Also Lego Serious Play gibt es, das wurde ja eben schon erwähnt. Das ist tatsächlich wunderbar, um im Workshop Sachen zu visualisieren. Das hatten wir ja eben auch schon gesagt. Ich mache einen kleinen Detour, ich komme noch zu der Frage gleich zurück. Der André hatte ja eben erklärt, dass zum Beispiel auch schwierige Situationen von Kindern spielerisch besser, vielleicht manchmal auch durch physische Sachen gestaltet oder artikuliert werden können. Das ist was, was wir tatsächlich, auch das bezieht sich nicht nur auf Kinder. Manchmal fällt es Menschen auch leichter, ihre Gedanken und ihre Emotionen in Form von Bauwerken darzustellen. Und Lego Serious Play ist eine wunderbare Art und Weise, dies zu tun als Teil von Workshops. Wir haben für den Firmenkontext ist das unser Angebot. Wir arbeiten auch mit Lego Education, zum Beispiel mit Schulen und Erziehungsinstituten zusammen, wo es einfach darum geht, für Kinder spielerisch Themen anzubieten. Und zum Beispiel haben wir natürlich auch viele, also jedes normale Lego-Set hilft auch ein Workshop. Also man kann durchaus, wir haben bei uns im Büro gerne, also kommt auf das Büro drauf an, aber in meinem Büro habe ich eine große Schüssel mit Lego-Steinen vor mir stehen und manchmal bauen wir auch einfach entweder, weil man kurz die Zeit hat oder wartet, bis die Connection sich wieder aufbaut. Also man braucht gar nicht unbedingt diese Hilfsmittel, aber ja, unser Angebot für Firmenworkshops, das ist Lego Serious Play. Aber es gibt natürlich die ganze Bandbreite, kann man dafür nehmen, um Themen zu erarbeiten gemeinsam und auch zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen gegenseitig. Ja, absolut. Das klingt auch sehr danach, dass ihr wirklich auch Utensilien habt, wo man sagt, okay, man kann das im Business-Kontext einbinden, aber genauso, wie wir es vorhin gesagt haben, mit den Kids spielen. Hier ist noch auch viel reingekommen, dass viele tatsächlich mit ihren Kids auch konkret auch Lego spielen und spielerisch auch Situationen nachspielen oder nachstellen. Ne? Also von bis, von positiven Erlebnissen hin zu, pass mal auf, wenn du das und das erlebst, ich kenne das so aus meiner Arbeit in der Diversity-Beratung, dass man das auch, ich versuche in Anführungszeichen spielerisch rüberzubringen, weil es ja auch manchmal da so um unbewusste oder bewusste Vorurteile geht. Auch das sind Dinge, die man sehr gut spielerisch darstellen kann. Und André, weil du gerade auch so fleißig nickst, es sind ja auch, wir haben jetzt viel so über das Lernen, über Rituale gesprochen. Und wenn wir einen Moment bei diesen Ritualen beziehungsweise eben Gewohnheiten bleiben, weil ganz zu Beginn ja kam, hey, ich habe eine konkrete Me-Time. Also ich trage es mir in meinen Kalender ein. Ist das das, was helfen kann, um diese Auszeiten zu ritualisieren als Erwachsene? Oder sollte man das wirklich eher so, ich sag mal, spielerisch angehen, dass man sagt, gut, jetzt gehe ich irgendwie eine Runde um den Block mit meinen Hunden oder ich spiele auch, also ich bringe zum Beispiel meinen Hunden sehr viele Tricks bei, ja, also ich kann das sehr gut. Also was würdest du sagen, was sagt ihr aus der Wissenschaft, was hilft? Naja, man muss sehen, wenn man einen schwierigen Termin vor sich hat, dann kann man sich ablenken von diesem Termin, kommt dann aber schlecht vorbereitet in diesen Termin. Das muss man sich klar machen. Besser wäre es, diesen Termin in eine spielerische Form zu bringen. Also sich mit diesem Termin auseinanderzusetzen und irgendeine Form zu finden, diesen Termin in ein etwas schöneres Licht zu bringen, indem man es mit Handlungen verbindet, die man gern tut. Also bei mir ist es ja oft eine Vorlesung oder so etwas, dann schreibt man vielleicht ein kleines Gedicht dazu oder man macht eine Zeichnung zu dem, was man tun möchte oder man baut was. Das ist ganz egal, welche Form, aber man kann Spiel auch benutzen, um schwierige Situationen vorzubereiten und sie vor allen Dingen auch dann mit ein bisschen Freude anzufüllen. Dadurch macht man den kritischen Termin noch nicht zum Spiel, aber man nimmt diesen Termin den Schrecken und kommt nicht unvorbereitet in die Situation.
Ja, das ist auch etwas, was Kinder machen. Also Kinder in den älteren Gruppen im Kindergarten, die spielen sehr viel Schule. Da muss man mal drauf achten. Ne? Also weil die sich auf dieses Problem vorbereiten, was auf sie zukommt. Und das ist manchmal ganz schrecklich, wie sie Schule spielen. Da denkt man, was haben die Kinder nur für ein Bild von Schule? Da werden nur Befehle erteilt. Aber die Kinder bereiten sich sozusagen auf diese Situation, die ihnen zumindest Respekt einflößt, vor, indem sie es durchspielen. Und das können wir als Erwachsene auch. Das ist sehr hilfreich. Lustigerweise, das erinnert mich an meine Kindheit. Meine Eltern haben mir irgendwann erzählt, dass ich mit ihnen immer so Verkaufen gespielt habe. Also ich habe ihnen immer irgendwas verkauft. Und heute bin ich Unternehmerin. Also passt ja irgendwo. Ne? Offensichtlich habe ich mich mal schon mal ready gemacht und habe so ein bisschen geübt, hatte ein gutes Assessment Center. Laura, du wolltest noch was sagen. Also ich habe mir gerade so gelacht, weil ich habe gestern, ich glaube, 10 Kindergartenbücher gebastelt für den Kindergarten meiner Tochter. Die spielt nämlich fast täglich mit ihren Kuscheltieren. Es gibt verschiedene Gruppen, die in verschiedenen Altersstufen sind. Und das ist so eins der intensivsten Rollenspiele, die sie spielt. Und ich glaube auch, für so ein Kind ist so eine bevorstehende Einschulung, auch wenn ich das durchweg positiv mit ihr kommuniziere und so, ist es trotzdem etwas total Hypothetisches für sie. Ja, sie war ja noch nie in der Schule im Gegensatz zu mir. Und ich glaube, dadurch bereitet sie sich so instinktiv darauf vor, was so passieren könnte, auch wenn sie es Kindergarten nennt. Aber dort gibt es auch Regeln, dort gibt es Klassen, dort gibt es. Also ich finde das ganz toll und ich spiele da auch oft genug mit und schreibe in die Lehrbücher. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir hier gerne spielen. Das glaube ich, Laura. Und wenn wir schon dabei sind, ich würde einmal gerne auf diese Challenges eingehen oder auf die Challenges. Also Karin hat es ja vorhin erzählt, bei Leo gibt es diese Challenge, wo man wirklich auch spielerisch lernt und das alles, was André jetzt auch gesagt hat, wirklich praktisch übt. Was glaubst du, so eine Challenge, inwieweit kann die einem wirklich auch helfen, diese Auszeiten auch in den Alltag zu integrieren? Also ich finde die Challenge vom letzten Samstag total super, und zwar das Schubkarrenspiel, weil ich finde, dass einem zu Hause ganz oft irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie um die Ecke in den Park zu gehen, einfach mal was ganz anderes zu machen, auch wenn es nur 15, 20 Minuten sind, das hilft mir auch total, frische Luft zu schnappen, ein paar Sonnenstrahlen abzukriegen oder meinetwegen auch ein paar Regentropfen. Lieben Kinder ja auch. Also ich musste mich erst daran gewöhnen, dass man auch mit Gummistiefeln und Regenschirm Spaß haben kann. Aber die Schubkarren-Challenge, finde ich, ist total machbar, mit einer Freundin raus, mit zwei Kids, eine kleine Challenge, eine kleine Competition zu machen. Den Lego-Turm haben wir auch gebaut aus der ersten Challenge. Allerdings haben wir nur das kleine Lego. Da ist man schon ein bisschen länger beschäftigt, als wenn man das mit den großen Duplo-Steinen macht. Aber auch da hatten wir sehr viel Spaß. Also wir machen fleißig mit zu Hause und es bereitet uns viel Spaß. Ja. Super spannend und parallel ist kommen interessante Sachen dabei raus. Also wie man auch, ich sag mal, herausfordernde Themen spielerisch einbinden oder rüberbringen kann. Salomi sagt zum Beispiel, wir spielen mit Kindern und Jugendlichen Handlungsoptionen durch zum Thema Zivilcourage. Finde ich auch super. Wir hatten gerade so das Thema, André hatte das Thema schwierige Termine. Also wie bereitet man sich vor? Kann man sich auch spielerisch vorbereiten? Da sagt Viara, ich mache gern Journaling, Gedanken aufschreiben, mache ich übrigens auch. Es entspannt mich und hilft mir, mich zu verorten. Wie geht es mir? Was brauche ich? Christine sagt, ich zeichne Gespräche gerne. Also ich zeichne Gespräche gerne. Das heißt, ich bringe Gesprochenes sortiert zu Papier. Das ist oftmals sehr erkenntnisreich, auch für mich. Es entsteht am Ende ein Bild der Themen und hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Das mögen auch meine Kinder. Also was ich so viel mitbekomme, ist so dieses Haptische. Ne? Also entweder ich zeichne etwas auf oder ich schreibe etwas auf oder ich spiele tatsächlich. Ob das jetzt Lego ist, es soll auf der Welt auch noch andere Spiele geben, habe ich noch nie was von gehört, aber es soll so sein, ja, und sozusagen Zivilcourage und das alles nachstellen oder nachspielen, finde ich großartig, Karin. Das ist ja auch das, was ihr mit dieser Challenge tatsächlich und generell auch mit eurer Arbeit forciert. Und jetzt konkret nochmal auf die Challenge, ihr wollt ja damit auch was Gutes bezwecken, habe ich gehört, ne? Da kann man ja auch Gutes, vielleicht machst du dazu. Genau. Tue Gutes und rede auch drüber, das zum Thema, genau. Ja, es ist so, also die Lego Challenges, wie gesagt, in erster Linie geht es darum, eine neue Routine sich anzueignen und so ein bisschen dieses Kindliche mal wieder loslassen zu etablieren, aber gleichzeitig tun wir uns nicht selber damit nur was Gutes, sondern geben auch was zurück. Jede Teilnahme löst eine Spende von 2 Euro an unseren langjährigen Partner, die UNICEF, aus, was natürlich auch was sehr Schönes ist. Und
in dem Zusammenhang vielleicht auch zu erwähnen. Also es ist tatsächlich so, wir haben zum Beispiel auch in der ganzen, am Anfang der Corona-Zeit, das war auch fürchterlich verwirrend für Kinder. Was passiert hier gerade? Warum darf ich nicht mehr meine Freunde treffen? Warum ist mein Geburtstag jetzt zu Hause allein? Auch da haben wir ganz oft, das haben wir auch bei uns auf unseren Seiten der Lego-Gruppe gepostet, so Spiele-Challenges, einfach Themen aufzugreifen und Sachen zu bauen, die man zum Beispiel vermisst oder Themen aufzugreifen, die man irgendwie blöd findet, über die man reden will. Und es war ein fürchterlich tolles, also ich spreche natürlich als Geschäftsführerin der Lego GmbH, aber ich spreche auch als Mutter. Also wir haben das ganz viel gemacht und es war ganz augenöffnend auch zu sehen, was für Themen da aufkommen. Also insofern nicht immer auch nur traurige Themen, aber halt auch, also teilweise waren tatsächlich auch schöne Themen, aber es hilft, das Thema mal wieder auf den Tisch zu bringen. Ja, und hier ist parallel noch reingekommen, Diana sagt, Graphic Recording wird sogar in Unternehmen immer beliebter. Tatsächlich kenne ich das auch, ne, für Workshops, dass man malerisch darstellt, was man da eigentlich gesagt hat. Ist sozusagen die malerische Form eines Protokolls. Wir kennen früher noch die Protokolle, ja. Und das finde ich auch toll, übrigens auch von Events. Das ist immer nur schön, nochmal zu reflektieren, was wurde da eigentlich gesagt, wie werden die Leute dargestellt. Also das ist super. André, ganz zum Schluss nochmal, vielleicht so ein Tipp von dir, wie man dieses spielerische Lernen jetzt auch als Erwachsene ja für sich in den Alltag integrieren kann. Was würdest du mitgeben? Ja, also, dass man wie ein Kind wieder lernt, in sich hineinzuhören, was einem gut tut. Wir wissen alle, was uns gut tut. Das ist uns nur oft nicht so bewusst. Also manchmal muss man auch einfach erstmal probieren oder ein Musikinstrument oder eben Pinsel und Farbe in die Hand nehmen, um ein Bild zu zeichnen, um zu sehen, was einem liegt und was einem wirklich Freude macht. Also ganz schlecht ist, weil man sieht, dass anderen etwas hilft, zu denken, jetzt muss ich das auch machen. Das ist das Gegenteil von spielerischer Herangehensweise, sondern es ist sehr wichtig, dass ich Kontakt zu meinen eigenen Bedürfnissen bekomme. Und jetzt haben wir ja den Begriff Challenge oft gehört, also Neudeutsch für Herausforderung. Also wir können zeigen, dass schon Babys, schon 5 Monate alte Babys sich immer Spiele heraussuchen, die sie herausfordern, in denen sie sich einen Kopf größer fühlen. Kinder spielen nur Sachen gern, in denen sie sich herausgefordert fühlen, aber nicht überfordert. Und ich glaube, das ist so die Regel. Also dass man herausfindet, wo fühle ich mich einen Kopf größer? Ja, und das ist, glaube ich, für Spiel ein ganz zentrales, also eine Fähigkeit, die wir als Erwachsene auch immer noch haben, aber die oft verschütt gegangen ist im Alter. Ne? Absolut. Und dann die Erkenntnis zu haben, hey, cool, ich habe es irgendwie gepackt. Das kennen wir ja auch so von Gaming und generell auch von Spielen, auch gerade finde ich auch in haptischer Form, zu sehen, ey, super, ich habe das irgendwie geschafft, das hier zusammenzubauen. Es ergibt Sinn, ja, sozusagen. Dann hat man auch Bock, irgendwie weiterzumachen. Vielen Dank an André, an dich. Laura, was ist dein absoluter Pro-Tipp, wenn es darum geht, das spielerisch in den Alltag einzubeziehen? Also ich finde, auch wenn man keine Kinder hat, hilft es total, sich einfach mal Kinder anzugucken, mit was für Augen sie die Welt sehen, welche Fragen sie stellen, an was für Kleinigkeiten die sich ergötzen können, was sie schön finden, was sie toll finden. Also meine Tochter ist schon so ein kleiner Feingeist, die sagt, oh, schau dir mal den Sonnenuntergang an und kommentiert die Farben und so. Und dann einfach mal darauf einzugehen und das mitzuerleben und die Welt wieder mit anderen Augen zu sehen. Ich finde, dafür braucht man kein eigenes Kind. Da reichen die Kinder, die am See rumrennen und auf besondere Sachen hinweisen. Und da einfach mitzugehen, sich darauf einzulassen und sich ein paar schöne Gedanken zu unserer doch sehr schönen Welt zu machen, die manchmal nur in den Gedanken etwas schwärzer aussieht, als sie eigentlich ist. Karin, was kannst du noch mitgeben als Pro-Tipp? Ja, es ist schwierig, jetzt noch einen draufzusetzen. Ich würde sagen, mitreißen lassen. Also was ich immer feststelle ist, und da bin ich ja genau wie jeder andere auch, man hat ja schon im Kopf, ach, wenn wir jetzt noch schwimmen gehen, dann nachher wird es mit dem Essen so spät und so weiter und so fort. Wir waren gerade in so einem Aquapark und wenn man halt sieht, mit was für einer Freude, es waren noch immer meine eigenen Kinder, die an mir da die Treppe hochgerast sind, mit so einem riesen aufblasbaren Ring.
und man sich einfach mal sagt, komm, es ist egal, wie ich da diese Riesenrutsche runterrutsche und ob wir uns umdrehen oder nicht. Und dann kann ich genau sagen, also als Erwachsene, den größten Spaß hatten mein Mann und ich in so einem doppel aufgeblasenen Ring, weil wir natürlich auch, ob, weiß nicht, Fliehkraft da am schnellsten runtergebrettert sind und wirklich aus Herzen uns da weggeschmissen haben. Aber wir uns sind natürlich ganz viele Gedanken vorher gekommen, warum jetzt nicht und wir wollen doch und es ist schon so spät und guck mal die Wolken und so weiter. Einfach mal sich mitreißen zu lassen, wäre wahrscheinlich mein Tipp. Ja, man findet irgendwie immer Ausreden, warum Sachen nicht gehen, aber nie Sachen, wo man sagt, das klappt, ja, oder wir machen es einfach mal. Könnte ja schief gehen, wir machen es einfach mal. Zum Schluss sagt Mareike noch hier aus unserer Community, dass sie auch Spiele liebt, bei denen ich immer haushoch scheitere. Also in ihrem Fall Billard, Tisch, Kicker, Dart, kann ich absolut unterschreiben. Es wäre exakt auch Spiele, also wer mal sozusagen gewinnen will bei mir, einfach genau diese Spiele vorschlagen. Aber auch darin muss man sich, finde ich, üben. Als entspannter Gewinnerin oder Verliererin in dem Fall vom Feld zu gehen, daran arbeite ich dann in meiner Spielpassion dann auch. Das ist auch eine Lifelong-Learning-Geschichte. Erstmal vielen, vielen Dank an euch. Danke dir, André, vor der echten Bücherwand, wie wir gelernt haben. Laura, ganz viele Einblicke bekommen haben in deinen Alltag. Und natürlich Karin für die Einblicke, sowohl natürlich in die Lego-Geschichte, in eure Challenges, aber dass du auch nochmal so persönlich erzählt hast, wie es dir auch, vor allem auch als Mutter geht und wie du das wirklich auch alles einbindest, das ist immer wahnsinnig schön zu hören. Ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr so wahnsinnig fleißig mitgemacht habt. Hat mich unglaublich gefreut. War ein toller, interaktiver Talk. Wenn ihr Bock auf weitere Talks habt, geht einfach auf die Global Digital Women Website und tragt euch im Newsletter, im Event-Newsletter ein. Da kriegt ihr alle Einladungen. Vielen, vielen Dank an euch. Bleibt gesund, achtet auf euch und vergesst nicht zu spielen und vor allem abzuschalten. Dankeschön. Okay. Ciao.